Hallo Leute, hier sind wieder Mercisto 2051, Maruna MC und Shadow TSS. Und wir sind wieder auf dem Skyblock Factory Server. Genau, willkommen zum nächsten Let's Play. Und ja, viel Spaß beim Zugucken. Ich lasse Maruna ein bisschen Magie-Dings machen und baue mir in der Zeit meine Flux-Rüstung. Genau, ich werde mein Towncraft weitermachen und dann schauen wir mal. Und ich werde hinten eine neue Farm bauen von Magical Crops, die ich schon angefangen habe. Ja, wir haben hier schon, ich habe hier schon zwei... Hätte mir schon etwas breit gesetzt, breit gecraftet, damit was jetzt schneller vonstatten geht. Längst gepflanzt. Außerdem und beginne mal damit. Haufen Zeug erforscht. Hier mal die ganzen Aspekte durchgegangen. War damit eine ganze Weile beschäftigt. Da unten stehen jetzt noch ein paar Kühe rum, die will ich auch noch mal kurz beleuchten. Und vielleicht überlege ich mir auch da noch mal was zu bauen, dass ich da schneller hinkomme, weil ich muss jedes Mal außen rumlaufen. Wie ihr seht, habe ich schon alles hergestellt, was ich brauche. Ding, Fluid Bau. Hat mir hier, warte mal, Molten Elektrum, ja? Die gibt mir jetzt 3 Wolf und so anderes Zeug. Ja, alles ganz cool. Die Kühe geben nämlich mega viel. Aspekte. Haben wir irgendwie noch Kinder übrig irgendwo? In der Goldkiste, in der Eisenkiste beim Alloy-Smelter müsste das sein. Okay. Und ich habe zu wenig hergestellt. Nein! Na, na, na. Muss ich halt mehr machen. Jetzt haben wir wieder gleichzeitig geredet. Was hast du gesagt? Musst du halt mehr machen. Ja, shit happens. So, wir kümmern uns weiter um Towncraft. Oh. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Alchemie. Genau, Alchemie können wir machen. Da ist nichts drin. Stellen wir einfach wieder weg. Dann gibt's vielleicht keinen mehr. Ja. Den Crucible haben wir schon. Ach, eine Wasserquelle brauchen wir noch. Bitte einfach zu wenige Diamanten. Machen wir einfach mal hier noch mit dran. Zwei Wassereimer haben wir. Auch noch 3 Rüstungsteile. Ich habe hier extra nochmal eine 6 Diamanten brauche ich noch gemacht, damit ich hier den Crucible draufstellen kann und die Lava. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt sehr ruhig sind, nachdem du wolltest, dass wir uns nicht zu sehr ins Wort fallen. Nein, ja. Das ich glaube nicht, weil jeder erzählt ja trotzdem. Also für die Zuschauer kurz, wir spielen gerade oder wir haben gerade TS Teamspeak am Laufen mit Push to Talk. Um einfach mal zu testen, ob das besser ist von der Kommunikation her. Und ich denke, es passt trotzdem, weil jeder erzählt ja trotzdem was in seinem Let's Play. Und gemeinsame Anteile werden dann auch zusammen besprochen oder so. Ich weiß immer noch nicht, wie du das trennen möchtest. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Nein, während ich euch nicht höre, erzähle ich ja trotzdem einiges an Zeug. Das hört ihr natürlich nicht. Aber die Zuschauer hören ja trotzdem, wenn ihr eure Taste drückt und mit mir schwitzt. Da kannst du ja auch. Keine Ahnung, wie du das unterscheiden kannst. Also, meine Zuschauer hören alles, was von allen gesagt wird, immer. Nein, wenn ich meine Taste nicht drücke, wird doch bei mir gar nichts gesendet. Hat er recht. Ah, jetzt habe ich es gedacht. Oh, ich stehe auf dem Schlauch, wie sonst was. Ja, und wenn ich jetzt die Taste drücke, dann hörst du mich auch. Aber jetzt lass ich los und schwätz weiter und dann hörst du mich nicht mehr. Ah, ja, natürlich. Ach, meine Güte. Manchmal. Ja, ich habe nichts gesagt. Ich habe auch zu viel hergestellt, statt zu wenig. Ich habe die Dinger irgendwo in der Kiste liegen lassen. Okay, gut. Das Problem einfach in der Aufnahme war, wir haben gerade schon mal angefangen, 2 Minuten, und der Kiste erzählt und erzählt und
ich komme gar nicht dazu, was zu sagen, weil ich ihn dann unterbrechen müsste. Und deshalb hatte ich die Idee, dass wir das mit Push to Power probieren. Ich mache den Charger einfach mal hier hin und sollte jetzt aufgeladen werden. Und dann sehen wir ja, wie weit das führt. So, ich wollte Tomcraft Crucible, ich wollte da Wasser reinmachen. Ach, habe ich ja schon. Das heult ja schon. So, Hubala. Genau, hier haben wir... Da war gerade einer der... Wieso das No-Man... No-Name-Männchen außer... Sehr viele Aspekte gesammelt. Das ist schon mal sehr gut. Guten Morgen! Und jetzt... habe ich das Papier nicht mehr. Wo war denn das Papier? So, bitte sehr. Ich habe euch noch ein paar Diamantsachen hinterlassen. Ey! So, Papier. Gerade lässt sich viele Gegner. Wir brauchen, glaube ich, ein anderes Papier dafür. Tom Cruise. Basics. Haben wir da jedes Mal Scribing Tools? Ja, klar. Ich muss ja da auch nochmal ein Scribing Tool in das Ding einlegen. Ist trotzdem sehr ruhig in dieser Aufnahme. Das wird, wenn du die Folge nachher anguckst, glaube ich das nicht. Also bei mir nicht, weil ich erzähle ja trotzdem Zeug. Ja, ich muss das mit der Taste besser konfigurieren. Am besten für die nächste Folge. Zeug rein. Die Anzeige ist gut. Ich habe doch links bestimmt auch die Rüstungsanzeige. Ja. Auf der linken Seite, ja. Was steht ich habe jetzt dir eine da? Energie mit Rüstung. Jetzt habe ich angeblich 400.000 Trefferpunkte übrig. Na, ist doch gut. Stimmt aber nicht. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Mephisto. Ja. War ganz blöd gefragt. Ich glaube, jetzt hat er vergessen, die Taste zu drücken. Ja. Ich habe aber keine Energie. Du musst die Taste dauerhaft drücken, sonst funktioniert ja, das nicht. Ja, ich habe gerade gemerkt. Ich habe es auf der Maustaste gelegt. Ich sag ja auch, ich muss das extra nochmal neu konfigurieren. Das wird jetzt gar nichts. Nee, ich habe einen Harvester und einen Planter. Aber ich habe keine Energie. Da hinten. Wie kriege ich nochmal die Research Notes? Langes Kabel will ich eigentlich legen vermeiden. Wir müssten entweder hinten noch ein paar Solarzellen hinpappen oder... können wir schon Tesserakte bauen? Nee, glaube ich nicht. Brauchst du Enderium für? Enderium können wir doch machen. Wir haben doch auch schon Enderperlen im Dings da eingeschmolzen. Smeltery. Shiny ist kein Problem, Zinn und Silber nicht. Oder? Also ein Enderbucket eigentlich auch nicht. Eigentlich, ja, stimmt eigentlich. Oh, geil, ein Ender-Lilisil ist ziemlich viel wert, aber wir brauchen auf jeden Fall mal noch eine Enderfarm. Wir könnten ja auch so eine. Gibt's auch von Immersive Energiering diese Oberleitungen. Und weiter? Wenn wir über... Also wir haben ja diesen langen Tunnel. Nee, das will ich ja gerade vermeiden, dass die ganze Kacke durch den Tunnel geht. Ja, nicht durch den Tunnel, sondern über den Tunnel. Das ist egal, ob es durch den Tunnel oder über den Tunnel geht. Es soll nicht so eine lange Strecke zurücklegen, wo da die ganze Zeit das Energie- und sonst was Netzwerk geladen werden muss vom Server. Deswegen möchte ich grundsätzlich irgendwelche langen Dinger, die über dutzende Chunks gehen, vermeiden. Da ist ein Creeper. Ja, das haben wir gemacht. If you open the dann töte ihn. Gut, ich versuche einfach mal, ob ich schaffe, hier schnell noch zwei Tesserakte zu bauen. Und diese dann in Eimer zu füllen. Wäre zumindest cool. Irgendwie also, knatscht mit seiner Taste. Kann sein, dass ich das gerade war.
wie kriege ich die doofen 4 für 1. Nochmal. Ah, warte, warte, ja genau. So ging das. Auch gar nichts zu pumpen, Mist. Ach, die kommen dann irgendwann, kommt da einfach was, glaube ich. War das so? Nee, ich muss doch irgendwo noch Papier reinlegen. Also das mit der Taste muss ich auf jeden Fall üben. Ich bin gerade komplett überfordert. Ich glaube, ich auch. Wo ist denn nochmal das Rotten Flash? Hä? Jetzt ist irgendwas passiert. Ah, okay, da habe ich hier so ein in den Dingern unten. Varuna hat doch gemeint, wir haben da noch 64 Stacks. Ach so, im Haus, hier bei mir. Bei dir. Wir sehen, ich brauche jetzt halt Shiny, Silber und Zinn. Und Shiny ist Platin. Oh. Silber und Zinn. Jawohl. So, irgendwie. Dann male ich ein bisschen und mache daraus Blends und nachher mache ich es leichter. Ach so, ja. Wir haben ja einiges an Botan, ja. Aus den Hauptelementen können wir natürlich die anderen machen. Petals. Weiß nicht mehr, das ging doch irgendwie anders. Ja, die habe ich schon mal. Wisst ihr noch mal, wie man die Research Notes macht? Muss ich da irgendwas machen? Ich check das gerade nicht. Research Note. Du meinst, wie diese mit Tinte und Dings anfängst, irgendwas zu erforschen? Genau, in dem Table rein. Aber muss ich da oben noch ein leeres Ding reinlegen oder entsteht da dann einfach irgendwas? Muss Papier rein und Tinte, Scribble Tools oder Scribbling Tools, wie die Dinger heißen. Ja, aber Papier kann ich da nicht reinlegen. Hä? Jetzt bin ich gerade beim falschen Tisch. Das Problem ist, die Tinte ist drin, aber ich kann keine. Ich dachte, man müsste eine Research Note erst machen und dann ist die fragwürdig, was das ist, und dann kommt es irgendwann. Sind es nicht diese Zettel? Ja, genau, aber wie kriege ich die? Wie gesagt, tut mir leid, wenn ich diese Folge wenig rede, ich versuche das für die nächste zu verbessern. Und ich weiß, Varuna, ich weiß zu deiner Frage leider keine Antwort. Das ist schade. Ich muss gerade gucken, ich habe das auf einem anderen Server angefangen. Ich hatte eben Pyrotheum und finde es nicht mehr. Ich habe das auch schon mal gemacht. Aber das ist schon eine ganze Weile her. Ja. Glaube ich, auf dem Zweiten. Macht man die nicht mit diesen Fragmenten? Kannst du theoretisch auch machen, aber nicht unbedingt. Das muss ja auch ohne Fragmente gehen. Ich dachte, die erste brauchst du als Fragment. Na, da musst du ja voll vieles Zeug sammeln. Das kann nicht sein. Nee, das muss auch anders gehen. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Diese Fragmente braucht man später. Die sind für wichtige Sachen, die du anders nicht kriegst. Ich geh mal gerade hier in Google. Wir können uns das gerne zwischen den Folgen mal angucken und dann für die nächste Folge dann besser vorbereiten. Hast du vielleicht gerade mal ein bisschen Papier? Wenn ich in der Kiste hier ist, haben wir kein Papier. Drei Blätter haben wir noch. Sonst musst du dir welches herstellen. So, ich bin mal gerade auf Google und. So, ich gucke, ob ich diesen Frame hinkriege. Jawohl. Oh, sogar 4. Aua. Tut ja weh. Natürlich tut es weh, wenn man in den Finger reinspringt. Ist der gekocht? Der kocht doch. Jetzt bin ich durch. Ja, selber schuld, wenn man in der. Und dafür brauche ich jetzt doch die Maschinen, meine Güte. Hier.
probier jetzt einfach mal aus. Ein Gehirn, eine Eule und... Wird gleich das Deck genau reichen. Ein Dings da. Das da. Ein Gehirn. Ein Gehirn hab ich nicht. Was brauche ich denn noch? Eine Eule habe ich auch nicht. Oder habe ich ein Gehirn? Nee. Oh, das gibt's nicht. Das ist schon so lange her, dass ich das gemacht habe. Wir sehen mit noch ein bisschen Silber und Bronze, wenn die Vorrat sind, sollten wir es dann hinbekommen. Deshalb checke ich das gar nicht mehr. Silber ist da. Bronze könnte hässlich werden. Oh, das ist kompliziert. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Wir nehmen jetzt mal das. Achso, ja. Feuer. Ich habe immer noch nicht das Rotten Flash gefunden. Das müsste hier unten doch sein. Da ist die Wahrscheinlichkeit einfach nicht so hoch. Ah, hier sind ja zwei. Ja, dann geh mal drüben in das andere Haus. In meinem Haus, in dem du gerade warst. Mit, Shadow Tales. Das hatten ja Varuna und ich schon mal die Fässer vorbereitet. Da, wo auch die Pedal drin sind, oder? Genau, irgendwo dort könnte... Ach. Ja, dreimal vorbeigelaufen und nicht gefunden. Aber jetzt hast du es. Oh, wie geht es? Ja, nein, vielleicht. Ein bisschen Rückmeldung wäre ganz nett. Dinger finden, Drück deine Taste, Junge. Drück ich doch. Hörst du mich? Jetzt ja, aber du hast vorher nichts gesagt. Der ja, ist sehr interessant, wie die einzelnen Spieler mit so einem Push-to-Talk umgehen können oder auch. Wie gesagt, es ist momentan noch ein bisschen seltsam. Ja. Also ich finde es alles gar nicht so schwer. Man muss einfach dran denken. Ist auch mal davon abgesehen, dass mein Towncraft überhaupt nicht funktioniert, weil ich zu doof bin. Du bist nicht. Ich mag kein Push-to-Talk, ich krieg das nie richtig hin. Ja, Multitasking, gell? Ja, das geht halt nicht. Ach, ich bleib gerade einfach die ganze Zeit auf der Taste gedrückt. Wie kann ich die erste... So, wir haben das erste Tesserakt. Yay! Nennen es einfach mal langweiligerweise Energie. Und ich bring dir mal nach hinten das andere hin. Es muss irgendwo was... Ich hatte uns ja einen kleinen Speedweg nach hinten gebaut. Der ist einfach nur fantastisch. Das geht ratzfatz. Mit Travel Anchors von Ender.io. Und schon ist man hinten, statt irgendwie eine Stunde zu laufen. Wo willst du die Energie hin haben? Wechsel. Noch nirgendwo, schätze ich. Ja. Ich muss jetzt erstmal warten, bis ich genug Erde habe. Muss ich erst alle erforscht haben? Sehr schön. Kann es sein? Das ganze Feld aus, das ist doch viel zu groß. Kann es sein, dass ich erst alle Dings da haben muss? Alle Aspekte? Glaube ich nicht. Bevor ich Research machen kann? Wäre nicht verkehrt. Aber Shadow, warum hast du alles ausgelegt? Wir wollten noch ein kleineres Feld machen, nur 25x25. Das sind schon 30x30. Ups. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Denk aber dran, die hinten losgehen zu lassen und hier vorne ein bisschen weniger zu machen. Das wird wahrscheinlich sein, dass ich da wie hinten losgehen. Ja, dass das Feld bis hier hinten geht. Bis hinten vor den Steinen, wie es vorgesehen ist. Und hier vorne wieder wegzugraben. Ich bin gerade nicht auf der Leitung. Kann ich ein Knowledge Fragment herstellen? Eigentlich ging das nie. Moment, ich helfe dir. Ich bin verhungrig. Moment, ich muss was essen. Ja, ich kann schon, aber... Ich hab noch Fisch. Es dauert ja. Ich hab Kartoffeln, ist ganz okay. So, wir haben 30x30 haben wir gesagt. Dann sind das 1, 2, 3, 4, 5... Ah, hier. Diese Linie gedacht weiter. Also ich muss auf jeden Fall... Was jetzt in dem großen Rechteck ist, das sollte bleiben. Und das sollten auch theoretisch 25 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... gucken, dass ich alles 16, zusammenfinde, was 20, ich da brauche. 22, hä? Das stimmt gar nicht. Dann 32.
Den Chunk. 1, 2, 3 weg, sind 30 Rest. 8 Seiten, 9 Seiten. Ja, und Orbum. Ja, und Orbum. Und das habe ich aber auch. Ich kann irgendwie nicht sinnvoll zählen. Ach, ja, hier sind ja noch die paar Felder. Ja. Ja, dieses Ding fehlt mir noch. Hinten sind ja noch die paar Felder, die von dem Land belegt sind. Die Eule. Den habe ich nicht berücksichtigt. Ich guck mal gerade, Rüstung. Rüstung haben wir auch noch nicht. Oder? Sorry, ich wollte jetzt eigentlich nicht runterwerfen, aber du hast ja unten komplett zu, oder? Ja. Gut. Und Werkzeug haben wir auch noch nicht. Oh, ich sehe gerade, uns fehlen noch ganz viele Aspekte. Und ich glaube, dass ich okay, erst, wenn ich die habe, dann können wir wirklich die ganzen Dinger machen. Ja, du umfasst jetzt, machst jetzt den Rahmen nach dort und hier weiter. Alles, was in dem Rahmen drin ist, kann vor der Erde sein und alles außen brauchst du nicht, keine Erde hinzumachen. Stein. Oder zum Beispiel Stein, ja. Oder irgendwo mal ein anderes Feld noch teilweise. Naja. Jedenfalls brauchen wir hier, wo ich jetzt stehe, erstmal noch keine Erde. Da war auf die Erde übrigens richtig. Sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Hallo? Kann ich Crafting-Table dann aufmachen? So, das klappt hier dann doch nochmal irgendwie. Die Hexe. Feldbau mit Hindernissen. Die lacht mich nur aus, okay. Gut. Ja. Dann lass uns. Ich hoffe, dass mit dem Push-to-Talk klappt für die nächste Folge dann auch etwas besser, aber. Diese Folge. Wir hatten schon angefangen und dann wollte Varuna das schnell nochmal ändern. Ja, sorry, das war ein Schnellschuss, aber ich denke, das wird schon ein bisschen besser sein, vor allem wenn wir dann zu dritt sind. Aber, ja, die Folge ist auch schon wieder durch. Ja, gut, wie gesagt, ich krieg da gerade irgendwie nicht alles auf die Reihe. Das kriegen wir bis zum nächsten Mal besser hin. Also ich mal mit dem Push-to-Talk. Dann haben wir hoffentlich auch das Feld fertig. Ja, hoffentlich. Ich gehe noch kurz gucken, was die anderen gemacht haben. Schaufel habe ich leider hier keine. Ist wohl deine Fabrikhalle voll fertig? Ja, da muss ich auch nochmal nachgucken nach der Fabrikhalle. Also für die ganzen Stäube und den ganzen Kram, da habe ich halt noch nichts gemacht. Also, aber da muss ich mir erst noch mal in Ruhe was überlegen, statt mir das jetzt in der Folge vom Ast zu brechen und danach nur Mist gebaut zu haben. Hat hier schon mal die Eisenbarren und die ganzen Ingots automatisiert. Da will ich nicht einfach den Zuschauern irgendwelchen Quark vorbauen. Und genau, jetzt gehe ich hätte ich gerne ein bisschen Plan vorher. Schnell zu denen da hinten. So, und jetzt Schiff drücken. Und dann bin ich hier auch drin. Ja, sonst reißt es ja wieder alles ab. Heidenei. So, Was macht ihr denn hier? Feld anlegen, das möglichst in den Chunks irgendwie steht, in der Chunkbegrenzung. Nach oben wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Nach oben zu bauen wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Weil wir sind ja hier auf dem, das was du am Anfang mal gesagt hast, auf dem Null-Level. Das heißt, unten drunter könnten Mobs spawnen. Ja, das ist ja egal, die kommen ja nicht die Leiter hoch. Da muss man ja nur einmal für die Versorgung hin und wir sehen sie ja auf der Karte. Außerdem kommen auch bei der Home-Basis irgendwelche Sondermobs. Wo ich schon in der Folge ja, aber mehrere so viele sind gar nicht mehr gekommen, finde ich. Und solange es ausgerechnet ist, kommen ja sowieso nicht. Also wir bauen zum nächsten Mal auf jeden Fall die Farm dann fertig. Ich kümmere mich um Towncraft. Und dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Jawohl, vielen Dank. Ich hoffe, dass das mit dem Push-to-Talk nächstes Mal besser klappt. Also bei mir. Das wird schon, wird schon, wird schon. Coole Rüstung. Ja, sieht das Schöne ist, die kann man auch noch sehr gut verzaubern. Und sie ist halt praktisch dann unzerstörbar, weil sie sich immer wieder auflädt. Gut, gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, jo. Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.